Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Viva 2. So, ihr habt es in den Bahnimpressionen hier schon gesehen. Es gibt hier noch einen kleinen Optimierungsbedarf, nenne ich es mal. Ich würde gerne hier auch noch das Gleis rausziehen und hier direkt hinter der Weiche rausgehen lassen. Eventuell, nee, auch nicht mit der, ich wollte gerade überlegen, sogar mit der Doppelkreuzweiche das zu machen, aber nein. So schön es auch ist, dass wir das rausgefunden haben, in dem Fall sehe ich das nicht angezeigt. Wobei das gerade vielleicht doch genau hier besonders sinnvoll wäre. Ach nee, der mündet ja hier ein und hier ist kein gerades Gleis, das ist schwierig. Also ich wollte erreichen, dass der Zug, der von hier kommt, direkt durchfahren kann auf dieses Gleis auch. Aber das ist jetzt, das ist wirklich dann schon Spielerei. Wir müssen einen weiteren Güterzug einsetzen, um hier die Güter von hier zügig wegzubekommen. Dazu schauen wir mal kurz, welche Lok wir hier bei den Güterzügen im Einsatz haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Und ja, ich darf euch begrüßen im Jahr 1984. Und zur Folge Nummer 75. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So. Die Linien werden natürlich noch erfolgreicher werden, sobald die auch Güter mit zurücktransportieren. Ich wollte mal gucken, welche Lok hatten wir hier? Die da. So, das heißt, wir kaufen einen neuen Zug. Das wäre einmal der Kollege. Und dann machen wir es dieses Mal genau umgekehrt. So. Und der kommt dann auch auf die Güterumschlaglinie. Sehr gut, ja. In unserem Bestreben, das alles noch ein bisschen weiter zu optimieren, hatten wir zuletzt geguckt, wo sind wir die Verluste. Der Brotexpress fährt immer noch Verluste. Obwohl der jetzt günstiger geworden ist, müssten wir mal schauen. Dieses Mal hat er 33 an Bord. Wir schauen mal. Wo wir auch Verluste haben, ist intern Brot Bernburg. Und damit kommen wir nochmal wieder her zu unserem Lieblingsthema, dem Brot hier oben. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal ordentlich optimieren. Wobei das eigentlich schon ganz gut gedeckt ist. Das heißt also, eventuell kommt hier gar nicht genug Brot an oder die sollten noch andere Sachen mitnehmen. Ihr habt mich auch gebeten, dass ich an jedem einzelnen Bahnhof jedes Mal einzeln einstelle, welche Sachen der nur mitnehmen darf und welche nicht. Das sehe ich wiederum nicht ganz so dramatisch. Da würde ich eher noch ein bisschen von Abstand nehmen. So, wir setzen hier auch mal Ausfahrtssignale. Und wir müssen diesen Block hier deutlich schneller auflösen, damit der Zug deutlich schneller fahren kann. Bernburg wird aber ganz gut abgeholt, auch beliefert hier. Könnte allerdings noch mehr versendet werden, aber dieser Zug ist auch nie richtig voll. Stellt sich die Frage, hätten wir denn hier überhaupt noch mehr Bedarf? Ja. Das heißt, auch hier müssten wir vielleicht mal schauen, ob wir noch eine weitere Brotinternverteilung vornehmen. Wo wir gerade schon mal hier sind. Wenn wir schon mit dem Brot arbeiten. Wir schauen uns mal an die Bedürfnisse in der Stadt. Ja, das ist schon ziemlich weit weg vom Bahnhof. Ich würde sagen, dass wir hier ein Depot hinbauen. So, also hier ein Abladedepot für Bedorte. Vielleicht sogar zwei. Eins hier hin. Und dann hier so als Rückweg. Na, wir müssen... Ja, das geht so nicht. Wir haben ja hier schon extra ein Depot vorgesehen. So. Die Frage ist, haben wir auch ein Fahrzeugdepot irgendwo? Ne, ich glaube nicht, ne? Würde ich gerne ein bisschen außerhalb der Stadt bauen.
So, dann nehmen wir idealerweise jetzt immer LKW, die alles transportieren können. 80er Plan LKW. Nehmen wir den hier. Und das ja schon eine relativ lange Strecke ist. Machen wir das mal so. Und dadurch sollte jetzt die Nachfrage zumindest nach Geisenheim steigen. Hier auch mehr. Es wird ja dann alles transportiert, aber ne, Produktion, Versand und so weiter. Hapern jetzt eher daran, dass hier nicht genug angeliefert wird. Der Zug ist auch nicht ganz voll. Und hier wird alles geholt. Daran liegt es also mitnichten. Hier auch nicht. Das heißt, wir müssten einen weiteren Körnerhof anschließen. Das könnte der hier sein. Mit einem Ausstellgleis nach hier. Weil den Bahnhof werden wir wahrscheinlich nicht wegbekommen. Doch. So. Manchmal muss ich auch Tabula Rasa machen oder Nägel mit Köpfen, oder wie immer du das nennen möchtest. Hier passt es aber nicht. Aber ist noch angeschlossen. Sehr gut. Da würde ich sagen, dass wir hier nochmal ein bisschen Körner ranholen. Und es wurde sich auch gebeten, es wurde sich auch gewünscht, dass wir uns dann nochmal diese Kleinigkeiten anschauen, wie zum Beispiel die Felder hier. Machen wir sofort. Weil das ist auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Guck mal. Hier ist auch so eine kleine Pferdefarm. Da steht der Ella und der wartet drauf, dass er geritten wird. Und dann haben wir hier vorne noch eine Pferdefarm. Und dann haben wir hier vorne noch eine Pferdefarm. Und dann haben wir hier vorne noch eine Pferdefarm. Und hier vorne haben wir kleine Hühner, ne? Wenn man hier anklickt, hört man ja. So. Ist das so viel? Dann würde ich sagen, legen wir mal die Gleise. Da kann man es übrigens auch nicht, also nicht allen recht machen. Der eine schreit dann, oh, jetzt ist ja voll kurvig. Guck mal, wo du deine Gleise langlegst, geht doch viel effizienter. Der nächste hätte es gerne im Schönbaumodus. Dafür haben wir ja diese wunderschöne Taleinbuchtung mal gebaut. Das war dann auch wieder eigentlich recht. Also im Prinzip so wie immer, ne? Man kann machen, was man will. Es ist eigentlich, es ist immer falsch. So, einmal ganz kurz hier einen Zug auf die Schienen setzen. Und dann geht dann auch schon los hier. Würde jetzt einfach die billigste Lokomotive im Unterhalt nehmen. Das wäre wahrscheinlich die V100. Ja. Die teuren Wagen da dran sehe ich, ehrlich gesagt, es reicht 80 reicht aus, auch wenn die Lok mehr kann. Weiß ich auch nicht, ob der immer voll wird. So, und dann haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir hier den Bahnhof verlängern müssen. Damit wir auf die Länge von da hinten, von dem Oberbahnhof kommen, das war glaube ich 200. Sehr schlau, Garderol, was du da wieder machst. Hat Gott sei Dank auch keiner gesehen. So, hier, 18. Genau, 200.
Und dann können wir nämlich den Körnerzug jetzt auch entsprechend deutlich verlängern, vielleicht auch beschleunigen. Ich denke mal, das ist ja glaube ich noch ein Dampflokzug, dass er hier nur mit 40, 50 Sachen durchfährt, geht natürlich auch nicht. So, und er muss hier das Gleis wechseln. Und wir könnten auch den hier, der fährt auch nur, guck mal, der fährt nur 57. Den hier könnten wir aber zumindest hier durchfahren lassen, der nimmt ja hier nichts mit. Dass die sich hier nicht immer in die Quere kommen, ne? Das heißt, wir machen hier ein Durchfahrtsgleis. Das mag ich. So, und dann kommt nämlich der eine Zug dahinter raus. Kommt mit dem auch nicht mehr ins Gehege. Der andere kann in Ruhe rüberfahren und alles ist gut. So, lass mal laufen. Und sobald der jetzt rübergefahren ist, macht natürlich da auch den Gleisanschluss weg. Der ist natürlich dann auch übrig, wie man so schön sagt. Man kann den Zug nicht schieben, da lässt sich das Spiel nicht betuppen. So. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wo der andere Kollege bleibt. Und also hier sehe ich in der Tat auch, dass wir eventuell... So, das ist hier der Körnerzug. Und der braucht auch ewig und insgesamt ziemlich genau 3 Tage, um auf die maximale Geschwindigkeit zu kommen. Also ich sehe, dass wir den komplett umbauen. Das ist ein 80 km/h Zug. Da würde ich sagen, der kriegt eine neue Lok. Und komplett neue Wagen. Dann wäre der natürlich schon auf 120. Nehmen wir ruhig die komplette Bahnhofslänge. Aber wahrscheinlich damit trotzdem schneller als das andere, was wir bis jetzt hier auf der Linie hatten. Und das ist unser gewinnreichster Zug und der kriegt natürlich jetzt nochmal ordentlich dazu. Das haben wir natürlich eben nicht bedacht, als wir den Zug ausgesucht haben, der jetzt hier auf dieser Linie fährt. Hätten wir die größeren Wagen genommen, hätte ich natürlich mehr mitnehmen können. Aber ist ja die Lok wahrscheinlich viel zu klein dafür. Und hier nehmen wir eh schon alles mit. Die Frage ist, wie sieht es dann hier aus? Ah ja, sehr gut. Wir haben hier also einen sogenannten Garderhol gebaut. Gut, dass wir den rechtzeitig erkannt haben, sonst hätte es wieder Kommentare gehagelt. Nehmen wir jetzt den oder den? Der ist 3-mal so teuer. 13 zu 8. Ist nicht nötig, wir nehmen den. So. Was man hier auch machen könnte, wäre warten bis voll beladen. Aber davon sehen wir im Moment mal ab. So, das Ganze dient der Übung, dass wir hier die Produktion hochfahren, weil mehr versandt wird, weil mehr Nachfrage ist. Im Moment wird alles nachgefragt, versandt, was nachgefragt wird. Was aber steigen sollte, durch die Anbindung hier, durch die mehr Brote, sozusagen, die er aber noch nicht mitnimmt. Obwohl da noch ordentlich mehr transportiert werden könnte. Sind denn die LKW überhaupt schon unterwegs? Auch schon wieder so lang. Na, hier kommen die Sachen.
Ist auch wieder ungünstig, weil es viel zu klein ist hier. Aber jetzt kommen die zum ersten Mal und holen die Brote und das sollte sich dann auch entsprechend ergeben. So, wir folgen mal dem größten Umbau, den wir bis jetzt hatten, nämlich dem Zug hier und schauen, ob der dann auch in naher Zukunft voll wird. Ist natürlich jetzt eine ganze Hausnummer hier, sehen wir auch hier. Viel Spaß mit den Bahnimpressionen wie immer und in der nächsten Folge geht's weiter.